Auf Basilikum im Garten wollen wir auf jeden Fall nicht mehr verzichten. Wir sehen ihn aus, das machen wir Anfang Mai oder Ende April, im Gewächshaus. Wichtig ist, er braucht es wirklich warm für die Aussaat, für die Keimung. Also 20 Grad mindestens, besser im Bereich von 20 bis 25 Grad. Als Lichtkeimer verbuddeln wir ihn nicht tief mit Erde, wie bei Bohnen zum Beispiel, sondern es braucht nur eine flache Ablage. Das heißt Erde in die Schale, bisschen andrücken, die Saat drauf und dann leicht mit Erde berieseln. Unbedingt das Angießen nicht vergessen und auch im weiteren Verlauf unbedingt feucht halten. Also bei der Aussaat will es der Basilikum feucht und warm haben. Wenn man Aussaatschalen für die Aussaat verwendet, ist das kein Problem. Allerdings müssen wir dann dran denken, dass wir sie nach 2 bis 3 Wochen umsetzen, also pikieren und dann unbedingt auch in nährstoffreiche Erde und beim Pikieren tiefer setzen. Wir machen es mittlerweile so, dass wir für die Aussaat vom Basilikum einfach Quickpot-Platten verwenden. Dann haben wir direkt so kleine Pöttchen mit mehreren Pflänzchen und können die dann im Garten verteilen. Für uns ist das super praktisch. Wichtig ist auf jeden Fall, die Aussaat von Basilikum erfolgt in nährstoffarme Erde, aber hinterher, wenn er dann gepflanzt wird, ob im Pöttchen oder im Kübel oder im Gewächshaus oder auch im Freiland, der braucht wirklich Nährstoffe, also nährstoffreiche Erde. Deswegen steht er auch gut mit Starkzehrern zusammen, zum Beispiel mit Tomaten oder auch mit Kohlpflanzen oder eben auch mit Zucchini. Zur Keimung selbst braucht der Basilikum nur 2 bis 3 bis 4 Tage. Es ist optimal, ihm im Gewächshaus auszusehen, also dort auch stehen zu haben und regelmäßig zu gießen, denn so ist es feucht und warm und er kann gut wachsen. Nach 3 bis 4 Wochen ist er dann buschig geworden und wir können ihn überall verteilen. Ab Mitte, Ende Mai kommt er bei uns ins Beet, ins Freiland und wir setzen ihn auch gerne ins Gewächshaus, gerade zu den Tomaten. Wenn er viel Platz hat, dann wird er auch ziemlich groß und wichtig ist auch, dass wir ihn regelmäßig schneiden, aber dazu gleich mehr. Über einen Daumen nach oben freuen wir uns natürlich auch und wenn du neu auf unseren Kanal gestoßen bist, herzlich willkommen. Auch unseren Kanal kannst du kostenlos abonnieren. Wir freuen uns darüber. Basilikum steht gerne sonnig und warm, optimalerweise auch noch ein bisschen windgeschützt. Natürlich braucht er unbedingt viel Wasser, aber Staunässe mag er nicht. Wenn die Temperaturen in der Nacht nicht mehr groß unter 15 Grad gehen, dann können wir den Basilikum nach draußen ins Freiland setzen. Beim draußen ins Freiland setzen achten wir darauf, ihn ein bisschen tiefer zu setzen. Er braucht einen Reihenabstand von ungefähr 25 bis 30 cm und von Pflanzgrüppchen zu Pflanzgrüppchen aus den Quickpot-Platten ungefähr 30 cm. Gerne zusammen steht er, wie eben schon erwähnt, mit Tomaten und auch Zucchini, mit Starkzehrern eben, aber auch mit Petersilie und mit Fenchel, auch mit Gurken oder auch mit Rosmarin und Oregano. Mit Kohlpflanzen steht er sowieso gerne zusammen. Nicht so gern in Nachbarschaft steht er wohl mit Pfefferminze und Melisse. Wird er von Beginn an in eine nährstoffreiche Erde gepflanzt, zum Beispiel eine Komposterde, dann ist es regulär nicht nötig, ihn im weiteren Saisonverlauf zu düngen. Allerdings ist es wichtig zu gucken, dass er genug Wasser hat. Also der möchte schon ab und an mal gegossen werden, wenn es besonders trocken ist. Bei den Schädlingen haben wir soweit keine Probleme, lediglich die Schnecken gehen ganz gerne mal an den Basilikum, da also ein Auge drauf haben. Haben wir Basilikum bei uns im Garten stehen, dann tun wir uns selbst einen Gefallen, wenn wir ihn regelmäßig schneiden, und zwar auf eine besondere Art und Weise. Immer da, wo wir ein Blattpaar haben, wo nach links und rechts Blätter wachsen, da kappen wir ab, schneiden den Stängel ab und so kann der Basilikum dann wieder buschiger neu austreiben. Und den Stängel, den wir abgeschnitten haben, den stellen wir in Wasser. Und tatsächlich nach 1 bis 2 Wochen, gerade wenn das Wasserglas mit den Stecklingen zum Beispiel im Gewächshaus stand, bilden sich so viele Wurzeln. Auf diese Art und Weise können wir Basilikum ganz einfach vermehren. Wir pflanzen ihn dann in Erde, vielleicht ein bisschen tiefer, stellen ihn für 2-3 Tage gegebenenfalls nochmal ins Gewächshaus oder wenn es Sommer ist, auch nach draußen. Und dann wächst er einfach an. Also Basilikum zu vermehren ist auf diese Art und Weise wirklich sehr, sehr leicht. Und vor allen Dingen durch das regelmäßige Stutzen haben wir nicht nur eine super Ernte, sondern die Pflanze wird auch nochmal buschiger. Super, oder? Dieses wunderbare Kraut gilt als Wachmacher und als Immunstärker. Es hat, wenn man es ausblühen lässt, ganz schöne weiße Blüten und die Insekten freuen sich auch darüber. Wir machen es so, dass wir ein paar ausblühen lassen für die Insekten und den anderen Teil einfach ernten. Aus der Ernte machen wir gerne ein Pesto oder wir trocknen die Blätter. Die können wir dann hinterher als Gewürz verwenden oder eben sogar als Tee. Auf diese Art und Weise wächst bei uns nicht nur der grüne Basilikum optimal, sondern eben auch der rot-violette. Und jetzt, kleiner Zaubertrick, aus dem rot-violetten können wir einen Tee herstellen und er hat eine magische Farbe. Und wenn wir dann noch einen Schuss Zitronensaft hineingeben, wechselt er die auch noch. Also echt ein toller Effekt, tut gut und schmeckt auch richtig toll.
Wer Saatgut von seinem Basilikum nehmen möchte, lässt ihn einfach ausblühen. Nach der Blüte kommen dann irgendwann die Samen und wenn die ausgereift sind, können wir die einfach ernten. Wir würden uns unheimlich freuen, wenn du jetzt Lust hast, noch Basilikum anzubauen, am besten gleich beide Farben. Das Saatgut für genau die Pflanzen aus dem Video findest du bei uns im Shop. Es ist wirklich sehr einfach, probiert es aus und mindestens wer Tomaten im Garten hat, der braucht auch Basilikum dazu. Und wenn du Lust hast, jetzt noch ein bisschen Gartengemüsekiosk weiterzuschauen, haben wir wieder was verlinkt. Einmal unsere Playlist mit den ganzen kurzen, knackigen Anbauvideos und ein Video, wie wir bei uns optimal Freilandtomaten anbauen. Viel Spaß bei dir im Garten!